Seit dieser Woche feiern wir wieder Montag bis Freitag um 17 Uhr hier live Kurzandachten. Und jetzt ganz herzlich willkommen zu dieser zusätzlich produzierten Online-Andacht. Den ganzen Winter über habe ich mir hier, wenn ich Gottesdienst gefeiert habe, Wärmepads in die Schuhe gesteckt. Dicke Sohlen und warme Socken, hier in der Lorenzkirche reicht es nicht. Der Fußboden ist wirklich eiskalt. Die meisten Heiligen aber sind barfuß dargestellt. Ich habe selbst längere Zeit in wärmeren Gegenden gelebt und ich erinnere mich gut daran, wie ich grinsen musste, als ich das erste Mal einen Bischof erlebte, der in vollem Ornat, aber barfuß Gottesdienst feierte. Und hatte mich dann bald auch daran gewöhnt, selbst bei den festlichsten Anlässen in Flipflops oder barfuß zu erscheinen. Ich möchte Ihnen die 12 Apostel unseres Deokarus-Altares hinter mir zeigen. 600 Jahre alt sind sie, in liturgischen Gewändern, ganz freundlich und dann barfuß im Gras. Ganz entzückend. Beim Betrachten hatte ich dann die Idee, sie heute einmal zu einer geistlichen Übung mit diesem oft versteckten Körperteilen von uns einzuladen, mit unseren Füßen, barfuß, einfach zu laufen. Die meisten Menschen können laufen, aber sie tun es nur, um irgendwo hinzukommen. Und es ist eine spannende Erfahrung, gelegentlich nur um des Laufens willen zu laufen. Im Bewusstsein, wer sie sind und was sie gerade tun. Zu laufen, ohne irgendwo hinkommen zu wollen, das ist eine feine Sache. Mönche haben das in den großen Kreuzgängen getan. Und zurzeit kommen ja bei uns die großen Labyrinthe wieder sehr in Mode. Das sind dann Wege, die man geht, um zu gehen, nicht um irgendwo hinzukommen. Barfuß gehen, mit dem Ziel, sich zu sammeln, ruhig zu werden. Barfuß gehen zum Beten oder um sich klar zu werden, wo sie gerade stehen. Barfuß gehen, um zu meditieren. Dieses Bibelwort zum Beispiel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ein Schritt und noch ein Schritt. Kein Flutlicht, aber genug, um den nächsten Schritt zu sehen, wenn man nach unten schaut. Es ist noch ganz schön frisch hier, aber ich traue mich jetzt mal Anfang Mai die Schuhe auszuziehen. Und ich gehe los. Ganz langsam, von hinten nach vorne abrollen. Ich spüre den Boden. Ich bin ganz hier, in der abendlichen Kirche. Na gut, das Mikrofon und die Kamera, die stören ein wenig. Aber ich will es demnächst wieder unbeobachtet üben. Ganz im Moment zu sein, barfuß,
vielleicht im Waldboden oder auf dem warmen Asphalt. Und vielleicht gelingt es mir dann wieder, Frieden zu spüren. Frieden, der stärker als die Probleme ist. Welche Probleme? Das kann man nur sagen, wenn man selber läuft. Solviture ambulando, hat Augustin geschrieben. Die Dinge lösen sich beim Laufen. Manche Wahrheit ist schwer nur mit dem Verstand zu begreifen. Unsterbliche Seele, das kann man sich mit dem Verstand vorstellen. Mit Auferstehung wird's dann schon schwerer. Aber beim Laufen geht's. Gott liebt gerade den Körper. Den, der jetzt hier aufrecht geht. Schritt für Schritt. Ohne Handy. Ohne Ziel. Langsam abrollen. Von hinten nach vorne. Und wieder zurück. Das verbindet mich mit Menschen überall. Auch mit denen, die barfuß über den Müll laufen müssen. Oder solchen, die ihre Füße verliebt zu zweit aneinander reiben, nachdem sie den Tag auf den Beinen waren. Barfuß zu laufen, das kann eine weitere Übung sein, die dazu führt, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Und vor allem mit dem ganzen Körper. Inzwischen bin ich dann bei einer weiteren Gruppe von Barfüßlern angekommen. Die sitzen hier beim Johannesaltar gemeinsam um einen Tisch. Es sind wieder die 12 Apostel mit durchaus gemischten Gefühlen. Und Johannes kuschelt sich geborgen auf Jesu Schoß. Mit Schuhen wäre das, na gut, denkbar vielleicht schon. Aber barfuß stimmt es. Probieren Sie das doch einmal aus. Jeden Tag barfuß, ganz im Hier und Jetzt, ein Viertelstündchen ziellos zu laufen und Gott dabei zuschauen zu lassen. Amen. Ich bete. Herr, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Mit uns, mit unseren Problemen, mit der Welt. Hilf uns, den nächsten Schritt zu gehen und dann den nächsten. Lass uns deine Gegenwart spüren, immer wieder. Wenn wir dich suchen und immer auch wieder ganz überraschend. Wir vertrauen uns dir an. In unseren Nöten, unserem Sehnen, unseren Freuden. Und stärke Freundlichkeit und Versöhnungsbereitschaft in unserer Gesellschaft und Kirche. Das brauchen wir dringend zurzeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in die nächsten Stunden und nächsten Tage unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.